In der Gastronomieabteilung herrscht zurzeit Hochbetrieb. Gut einen Monat noch bis zur offiziellen Eröffnung am 4. November. Für alle Mitarbeiter heißt es im neuen Globusmarkt in Eschborn jetzt: Ärmel hochkrempeln und anpacken. Diese Gruppe hier wartet auf ihre Hygiene- und Sicherheitsschulung. Sie alle haben vor kurzem bei Globus angefangen. Aber selbst jetzt besteht noch Bedarf an weiteren Mitarbeitern, damit später alles zur Zufriedenheit der Kunden ausfällt. Ja, wir haben geplant, zur Eröffnung 320 Mitarbeiter einzustellen. Wir sind jetzt knapp über 280. Wir suchen noch weiter, insbesondere in den Bereichen Metzgerei, aber auch Obst, Gemüse, Backshop suchen wir noch Mitarbeiter, auch auf der Fläche einzelne Stellen. Also gerne kann sich noch beworben werden bei uns. Wir freuen uns über jeden Mitarbeiter. Der Marktleiter ist zuversichtlich, dass bis November alles rechtzeitig fertig sein wird. Sein täglicher Gang führt Christoph Judenmann durch die Abteilungen des Frischemarkts, um sich auf den neuesten Stand bringen zu lassen. 9000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Davon wird allein die Metzgerei 400 Quadratmeter ausmachen. Hier, wo gerade noch Geräte eingeräumt werden, verkauft Globus bald lokale und regionale Erzeugnisse. Aber noch hakt es an der einen oder anderen Stelle. Ja, jetzt die Bäckerei hat ein bisschen später angefangen. Die sind jetzt am Aufholen, dass sie im Bereich fertig kriegen. Ansonsten sind wir eigentlich relativ gut unterwegs. Wir wollen ja auch Mitte Oktober dann so um den 20. rum auch mit der Warenvorräumung beginnen. Und auch da sollen natürlich die Produktionsbereiche auch soweit fertiggestellt werden, dass wir die ersten Produktionen testen können. Auch auf dem Außengelände an der Ginnheimer Straße tut sich etwas. Eine eigene Tankstelle ist gebaut worden. Direkt daneben steht eine Niederlassung von Pitstop. Mit der bekannten Werkstattkette aus Essen arbeitet Globus gleich an mehreren Standorten in Deutschland zusammen. Hier in Eschborn erwartet man sich auf beiden Seiten Vorteile davon für die Kunden. Pitstop und Globus, das passt perfekt zusammen. Es ist eine Symbiose für den Kunden. Der Kunde kann die Zeit nutzen, während er sein Auto hier abgibt, beim Globus einkaufen zu gehen. Und er kriegt bei uns alles rund ums Auto. An 17 Standorten in Deutschland machen wir das schon zusammen und haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Qualitätsansprüche an die eigenen Dienstleistungen sind hoch. So können Kunden in jeder der 300 Niederlassungen eine gleichbleibend hohe Qualität erwarten. Für das hohe Niveau seiner Wartungsleistungen wurde Pitstop vom TÜV Rheinland eigens ausgezeichnet, mit dem Zertifikat für überwachte Inspektionsqualität. Ja, Qualität muss ganz weit vorne stehen. Das ist eine Mindestbedingung von Globus auch gewesen, immer schon, und für uns auch wesentlich. Wir wollen auf dem Niveau der Hersteller mitspielen und entsprechend haben wir Teile in Erstausrüsterqualität und sind auch die einzige Werkstattkette in Deutschland, die für die Inspektionen nach Herstellervorgaben zertifiziert ist. Wenn sich hier im neuen Frischemarkt am 4. November erstmals die Türen auch für Globus-Kunden öffnen, wird eines der größten Bauprojekte in Eschborn nach anderthalbjähriger Bauphase seiner Bestimmung übergeben. Zur großen Freude aller Beteiligten.